Werden Sie Rechtsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten einleiten, die den Umverteilungsplan und andere europäische Entscheidungen nicht umgesetzt haben? Nicht in der nächsten Zukunft. Zurzeit wollen wir niemanden bestrafen. Hingegen wollen wir jeden an seine Verantwortung erinnern. Sollten einige Staaten darauf negativ reagieren, stehen uns die Mittel zur Verfügung, um sie zu einer Meinungsänderung zu bewegen. Sie sagen, dass das Dublin-Abkommen auch für Griechenland gilt. Kann Griechenland die Flüchtlinge, die weitergereist sind, wieder zurücknehmen? Natürlich nicht. Im vergangenen Jahr ist uns klar geworden, dass Dublin nicht richtig funktioniert. Wir wollen die Regeln ändern. Bis dahin aber ist Dublin nicht tot. Was den zweiten Teil der Frage anbelangt, niemand will Griechenland noch größere Lasten aufbürden. Griechenland ist überfordert. Ebenso stimmt, dass Griechenland im Scheinwerferlicht steht und dass es zu Beginn zu spät reagiert hat. Zurzeit aber funktioniert alles reibungslos, die Anstrengungen wurden verdoppelt. Deutschland und die Türkei haben vorgeschlagen, dass sich die NATO in der Flüchtlingskrise am Schutz der Außengrenzen beteiligt. Wie steht die Kommission zu diesem Vorschlag? Stimmt sie ihm zu? What is the Commission's position? Do you agree with such a proposal? I don't see it in a negative way. Ich lehne eine Beteiligung der NATO nicht ab, denn sie hat die Möglichkeiten, die Durchsetzungskraft, die Mittel, um die Lage in den Griff zu bekommen. Wenn es um die Rolle des Verteidigungsbündnisses geht, stellt sich die Frage nach dem Feind, dem Gegner. Sind die verzweifelten Menschen Gegner? Gegner sind jedoch die Schlepperbanden. Find also by the enemy. Is there an enemy in front of us? All these desperate people, their enemies? An enemy is the smugglers network. Eine letzte Frage. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico sagte, dass die Europäische Union zusammenbrechen werde, sollte es nicht gelingen, die Flüchtlingskrise zu lösen. Italiens Regierungschef Matteo Renzi verglich Europa mit einem Orchester, das auf der Titanic spielt. Was denken Sie? Anstatt Europa zu verurteilen, sollten wir uns vor Augen führen, dass wir Europa sind. Kehren wir zur nationalen Politik zurück, schaden wir dem europäischen Traum und Projekt. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Vielleicht muss man sogar sagen, dass dieser Weg zu der düsteren Vergangenheit der europäischen Geschichte zurückführt. Die Frage lautet somit, wie will unsere Generation in die Geschichte eingehen? Want to be remembered in the future. Commissioner, thank you very much for being with us. Thank you very much for your hospitality.